zwei Wochen hat es ja anders ausgesehen. Ja, das geht jetzt auch voll schnell. Die Pappeln haben die Blätter als erstes verloren. Ja, mich wundert es wirklich, dass du jetzt den Platz hier rausgesucht hast. Ich meine, sagen wir mal so, ich bin mal wieder froh, dass ich dich hier am Wasser sehe. Okay. Ja, aber warum hast du jetzt genau diesen Platz, also diesen Spot gewählt? Ja, mir gefällt es einfach hier, weil sich die Nordostecke von dem See, das heißt bei kaltem Wind, okay, sitze ich hier im Windschatten. Ja. Dort ist mir wichtig einfach, dass es für mich auch mal ein bisschen bequem ist, zumal ich jetzt auch mich eine Zeit lang damit beschäftigt habe, zu gucken, wo sind die Fische. Ich habe hier ein paar Fische Springersee. Warum soll ich hier nicht ein paar neue Boilies probieren? Ja, ich wäre halt auf Nummer sicher gegangen. Weißt du, ich wäre rüber auf die andere Seite und hätte da gefischt, weil du fütterst ja auch ab und zu. Du hast zwar jetzt, glaube ich, einen Monat oder so, hast dir ja Pause gegönnt und hast aber immer irgendwie mittags gefüttert, gell? Ja, das war im Frühjahr. Im Sommer bin ich eher auf die andere Seite, auf der Seite hier geblieben, habe da umgefüttert. Ja. Der Platz ist auch gut angelaufen auf jeden Fall. Ich weiß, dass die Fische da sind, weil der ist sauber. Und da werfe ich auch täglich dann, oder was heißt alle zwei Tage, ein bisschen Material, nicht viel. So dass die Fische halt sicher sind, dass immer was da ist. Aber ich wollte es hier ausprobieren. Und ich habe da unten eine ganz andere Sorte gefüttert. Jetzt fische ich ja mit Black Pepper und Bunspice. Die Black Pepper habe ich sogar hier. Ja, die Black Pepper. Ja, genau. Ich war ja mit dem Dario auch. Ja, zwei Nächte, drei Tage. Ja. Haben wir ja auch ein paar Sachen getestet. Bunspice ist ihm sein Favorit, also im Dario. Und riecht das. Ja, ist brutal, absolut. Aber du riechst wirklich diese Fruchtnote und auch diesen schwarzen Pfeffer raus. Pfeffer, gell? Das riechst, ja. So, gib mal gerade mal eine. Danke. Bitteschön. War schön. Hat was, gell? Warum hast du dich jetzt für den Black Pepper entschieden? Also Peach und Black Pepper? Ja, Peach, so. Peach und Black Pepper. Peach ist eigentlich so, kann man sagen, ein Wintergeschmack. Kannst du im ganzen Jahr fischen, aber für den Winter auf jeden Fall, weil er so eine frische, fruchtige Note hat. Und das ätherische Öl vom Pfeffer auch. Mhm. Deswegen will ich jetzt damit mal losstarten. Die haben wir jetzt noch gar nicht so lange. Ich habe sie ja jetzt erst am Mittwoch bekommen, aber Mittwochabend was reingeworfen. Hast du vorgefüttert? Zweimal habe ich was reingeworfen. Wie viel Kilo? Ein Kilo. Ein Kilo. Nur ein Kilo. Also Mittwoch ein Kilo, Donnerstag ein Kilo. Genau. Und am Freitag bin ich gekommen, habe dann auch noch ein Kilo reingeworfen und habe daher einen schönen Fisch gefangen. Ja. Was mich natürlich besonders gefreut hat. Also ich habe versucht, einen sauberen Platz zu finden. Ich habe vielleicht 50 oder 100 Würfe gemacht. Ich habe keinen sauberen Platz gefunden. Ich habe aber auch gefunden, Stellen, wo das Kraut relativ niedrig ist. Das sind gerade meistens tiefere Bereiche, wo dann die Fadealgen sind. Mhm. Und da muss ich dann halt darauf achten, dass ich beim Rauswerfer die Montage sauber präsentiere. Weil wenn eh schon wenig Fische bei sind, weil es jetzt ein bisschen kälter ist, ich probiere einen neuen Knödel, dann muss wenigstens die Montage sauber liegen. Und deswegen habe ich einfach... Ja, warst du dir aber auch ganz sicher, dass die Montage sauber gelegen hat? Ja, bin ich, weil... Okay, warum? Ich diesen Schaum hier mit rein verarbeitet habe. Das habe ich gesehen. Genau. Das waren vier oder fünf Stück. Jawohl. Ich habe praktisch den Hagerköder, das Vorfach, da ist der Hagerköder dran. Da habe ich vorne noch ein PVA-Netzmaterial drauf gemacht, habe da drei, vier von den Dingen reingesteckt, habe das auf der Hager drauf gemacht. Dann verwickelt sich das Haar nicht. Beim Werfer streckt sich es beim Eintauchen auch und es schwimmt eine Zeit lang über dem Grund. Mhm. Und dann habe gestreckt? Genau, gestreckt. Und dadurch, dass ich quasi einen Ausleger habe aus monofilem Material, wenn das dann weggeht und sich auflöst, sinkt es nicht runter zum Blei, sondern es neigt sich seitlich und liegt dann im Prinzip perfekt. Und das geht ja dann nach oben. Jawohl. Und dann siehst du, weil du ja ungefähr weißt, wo der Spot ist, ja, ich liege richtig oder ich liege 3-4 Meter weiter links. Genau. Dann holst du aber auch rein, wenn du dann sicher bist. Ja, das hat funktioniert. Ich habe einen Fisch gefangen. Immer schöner gebiet. Fisch, ja. Wunsch. Spiegelkarpfen. Dann erster mit Peach and Black. Ja klar, also die Woche bekommen und ausprobiert und gefangen. Besser geht's eigentlich. Wir haben ja auch die Tests gemacht. Der Bunspice ist also Lieblingsköder vom Dario. Peach and Black Pepper ist meins. Aber weißt du, dass wir mehr Fische gefangen hatten mit Bloodworm und Liver? Ist das jetzt ein besserer Köder? Was denkst du? Ja, ich denke jetzt einfach mal, ich habe jetzt nicht genau hinterfragt, aber ich könnte mir vorstellen, dass ihr das wahrscheinlich auch gefüttert habt. Wir haben drei Sorte gefüttert. Habt ihr alle drei Sorte gefüttert? Okay. Wir haben alle drei Sorte gefüttert und ja. Okay, also ist der jetzt besser? Sollte man jetzt das nur noch, kann man, so, jetzt kann nur noch auf den einschießen, das kann man, oder? Ja, das kann man so nicht sagen. Sag mal so, kann sein, dass es vielleicht bei euch, das ist ja quasi ein Altwasser, soweit ich weiß, genau, dass das jetzt ein Köder ist, der jetzt momentan zieht. Mhm. Deswegen probiere ich jetzt die beiden anderen. Also ich habe jetzt auf die rechte Route den Bunspice und links habe ich diese Peach und Black Pepper. Ich muss allerdings dazu sagen, dass ich quasi 150 Meter auseinander liege. Ich glaube, dass der Bunspice auch gut ist. Und das, der, ist er auch. Ja, der Bloodworm Liver. Also ich habe ihn probiert, ich habe ihn angeschaut. Ein Kollege füttert ihn auch hier. Das wird dann praktisch sich rausstellen, welcher gut ist. Ich glaube, dass alle Fisch fangen können. So ist halt. Ganz genau. Man muss sich entscheiden. Ja. Viele sagen, bei uns am Wasser fangst du hauptsächlich nur mit fischige Knödel zum Beispiel. Andere sagen, bei uns sind fruchtige gut. Ich versuche dann immer das Gegenteil zu beweisen. Mhm. Wenn einer sagt, bei uns läuft Fisch überhaupt nicht,
dann mache ich mir die Mühe und gebe mir das dann wirklich, dass ich sage, ich versuche jetzt zum Beispiel meinen Thunaspeis zu fischen. Und habe da auch Fische drauf fangen. Ja, also, das ist, was ich meine. Ja, ich bin zum Beispiel von dem Altwasser. Weißt du, ich bin ja sehr viel am Altwasser. Das sind Fische, die sind natürliche Nahrung gewohnt. Ja. Ich fische mit Freshwood One, Irish Cream, Freshwood One. Ja klar. Es funktioniert. Ja. Ja. Gut, man muss natürlich dazu sagen, da sind natürlich auch gute Materialien rein verbaut. Das ist im Prinzip nichts Künstliches. Ja klar, aber auch Stoffe. Alles kommt aus der Natur. Mhm. Praktisch bloß die Komposition von den verschiedenen Materialien, wo der Franz da zusammenstellt. Und der kann das einfach und deswegen kannst du eigentlich wahrscheinlich jeden Knödel fischen, denke ich jetzt einfach mal. Genau. Aber auch vielleicht manche Wasser, die wollen halt in der Zeit einen fruchtigen oder einen fischigen. Das muss man rausfinden. Deswegen sind wir ja Angler, dass man auch Zeit investiert am Wasser, um zu gucken, was läuft. Ja, deswegen ist ja das Schöne, du angelst ja hier, ich angle jetzt hier nicht an dem Gewässer. Wir haben eine Absprache. Genau. Wir setzen uns einmal im Monat zusammen. Dann, was hast du gefangen? Was war das für ein Köder? Kleine Köder, große Köder? Wie lange hast du gefüttert? Also das macht dann auch Spaß, wenn man mit mehreren Leuten ist. Und jeder macht nicht das Gleiche. Genau. Also in der Zeit, wo du zum Beispiel an deinem Wasser den Tuna und Spice ausführlich getestet hast, ja. Über Wochen und Monate. Monate, ja. Ich habe jetzt einfach gedacht, ich will auch wissen, wie die anderen Sorten funktionieren. Deswegen habe ich zum Beispiel in der gleichen Zeit Irish Cream gefischt. Und der hat bei mir wunderbar funktioniert. Ja. Gas gebe, das machst du jetzt auch. Und noch, was schätzt du, 3 Wochen wird es gut funktionieren? 4 Wochen? 13 Grad haben wir Wasser. Ja, es kommt jetzt darauf an, wie die nächsten Tage sein werden. Ich hoffe natürlich, dass man noch ein bisschen länger fischen kann. Es kommt dann darauf an, wenn es jetzt bitter kalt wird und das Wasser zufriert, dann ist es eh gegessen sozusagen. Aber irgendwo denke ich auch, es wäre mal wieder schön, einen Schneekarpfen zu fangen. Ich glaube, da kommt einer, der will füttern, oder? Nee, ich glaube, der sucht dich. Super, ja, klasse. Nee. Na doch, guck mal, der hat einen Korb. Okay, alles klar. Jetzt gehen die Ladeluken auf. Ja, Martin, da wünsche ich dir noch viel Erfolg. Ich komme morgen früh nochmal vorbei. Oder heute Abend. Mhm. Können wir noch ein bisschen quatschen. Ja. Wenn es geht, wäre in Ordnung. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ich muss relativ früh zusammenpacken. Da schauen wir einfach mal, ob es geht. Ich kann, wisst ihr, das Wochenende kann ich gar nicht. Ja, alles gut. Ich will um andere Dinge kümmern, aber dann gebe ich wieder Gas. Ja, dann schauen wir mal, wie es jetzt wird im Winter noch. Das wird gut. Alles gut. Dann alles klar. Ciao. Wir sehen uns und viel Erfolg. Ja. Vielen Dank.